Willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land 1.4. Den Vogel habe ich wohl erschreckt. Bin gerade am Überlegen, ob ich die Bäume hier nicht fällen soll. Ah, die sind schon so alt, die hätte ich eigentlich doch. Würde ich gerne behalten wollen. Ich glaube, ich mache mich mal an Steven lockern. Das ist halt der Nachteil, gell, von so einem. Oder warte mal. Fahrzeugschein? Wie viel Pesen haben wir denn? 435. Warte, nochmal, was kostet er? 82.000? Der kostet nur 60.000. Und wir brauchen nur 300 PS. Aber dann wird es halt nichts mit dem Ding. Mit dem Feld. Ups. Volker Varuna, hallo? Hey Volker, Diesel hier. Hi. Hi, ich hätte mal eine kleine Nachfrage an dich. Jo. Der Neumann sagte mir, ich muss bei dir den Führerschein nachmachen. Ja, wenn der das sagt. Gut, weil mein LKW-Führerschein wurde mir gerade entzogen. Ups. Von wem denn? Von dem neuen Polizisten, Herrn Jäger. Och nee, wir haben da einen neuen. Ja. Er wurde von seiner warte mal. Dienststelle... Warte, es war zu laut gerade. Ja, jetzt. Ja, er wurde von seiner Dienststelle hin versetzt. Okay. Jo, was LKW brauchst du? Ja. Das Problem ist, ich darf jetzt von oben von Müller seinen Hof bis nach Hause latschen. Das könnten wir auch anders machen. Ich wollte gerade mein Glas putzen. Und dann könnte ich hochkommen. Okay. Direkt. Können wir so machen. Ja. Weil ich habe jetzt auch keinen LKW vor Ort. Wir müssten deinen dann sowieso zur Prüfung nehmen. Ist ja wurscht. Ja, meiner muss jetzt erstmal in die Werkstatt, weil der lag Dach auf dem Dach bei Müller auf dem Hof. Ja, so. Ja, wie kriegst du. Hast du da noch einen LKW? Nein, das ist mein einziger LKW. Dann müssen wir erst noch einen LKW organisieren. Ich glaube, das LU hat doch welche. Ja. Gut, das könnte ich dann mal abklären. Oder okay. Du fragst mal an und meldest dich dann nochmal. Mach ich. Hast du Zeit auf dem Spaziergang? Wollte ich gerade sagen, ein bisschen frische Luft genießen. Okay, aber ich habe nur noch eine Frage. Und zwar, wie schaut es denn aus? Könntest du mal noch mal ein paar Schweinchen unterstellen? Unterstellen? Also mästen, klar. So wie gehabt. Ja doch. Ja, ich habe ja gleich mal 11 Stück im Stall und das nächste Tier kommt gerade mal in 16 Stunden. 11 hast du gerade nur drin? Ja. Okay. Achso, aber da brauchst du auch einen LKW für, ne? Ja. Wobei ich auch eine Dolly hätte. Kannst du ja auch dafür gebrauchen.
Ja, ich würde nochmal in 20 Stück investieren. Ja. Ist nur die Frage, ob du die dann... Da kann ich die versorgen. ...selber holst. Ja, muss ich gucken, ob ich noch irgendeinen Starken auf dem Hof habe, weil der Johnny weiß ja selber, hat ja letztens mitgekriegt. Geht noch beim Razix und jetzt halt noch mein Tieflader, meine Fliegelmulde und mein LKW. Okay. Ja, nicht so praktisch. Nein. Okay. Gut. Gut, dann meldest dich einfach, wenn es soweit ist. Mach ich. Gut. Wenn du den Neumann an der Strippe hast, der soll mich mal anrufen. Mach ich. Danke. Bitte. Tschö. Tschö. Gut, weil ich werde jetzt mal zum Händler hochfahren. Und gucken, dass ich die zwei Tiefenlocker loskrieg. Und dafür eventuell den Lemken-Flug mir hol. Das wäre, glaube ich, der hat knapp 5 Meter Arbeitsbreite. Die Dinger hier, die haben, glaube ich, 3 oder 4. Oder ich hole mir doch den großen Tiefenlocker. Den 8 Meter. Damit wäre ich halt deutlich schneller. Hoppala. Volker Varuna, hallo? Hey, Volker Titel hier nochmal. Jo. Wir können den LKW vom Neumann nehmen. Okay. Dann komme ich dir entgegen. Ja. Ja, ich komme dir dann entgegen. Ja, ich laufe dann in Richtung Lidl. Nee, ich komme ja dann vom LU. Also ganz Richtung Seefeld und dann da über die große Brücke. Das wäre wahrscheinlich besser. Also weil ich bin jetzt hier gerade oben bei Feld Nummer 15. Ja, läuft halt über zwischen den Feldern durch. Oder am Fluss dann entlang Richtung See. Ja. Das macht mehr Sinn. Wollte ich mal sagen, ja. Gut. Hast du dem gesagt, dass der mich anrufen soll? Der ruft dich sofort an. Subi, danke. Bitte. Tschö. Tschö. Gut. Volker Varuna, hallo? Hallo? Jo. Sollte anrufen. Ja. Ja, meine SIM-Karte ist gesperrt. Ich kann gerade nicht anrufen. Irgendwie. Hm. Oder keine Ahnung, was da los ist. Ich kann nur Anrufe empfangen, aber keine selber tätigen. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich bräuchte ein Waldstück. Ja, kaufen, pachten. Je nachdem. Kaufen. Ja. Was hast du denn da im Angebot? Also zwischen 12, 13, 14 hatte ich im Auge eigentlich. Aber ich habe gesehen, da ist die Gemeinde gerade eingetragen. Ja. Kann man das löschen? Weil so viel Geld habe ich jetzt auch wieder nicht. Ich kann dir mal sagen, was die 13 kosten würde. Das ist das mittendrin, ne? Ja. Oh Gott, das will ich gar nicht wissen. Das würde aber knapp 400.000 kosten. Ja, so viel habe ich gerade nicht. Okay. Hat sich das schon erledigt? Warte, ich prüfe mal kurz. 12 wäre frei. Kostet. Ist, glaube ich, das kleinste von den dreien, oder nicht? Nee, das zweitkleinste. Die 14, die ist noch kleiner. Echt? Jo. Sieht auf dem Karte gar nicht so aus. Okay, was kosten die?
Bülf würde 200.500 kosten. Brutto oder netto? Und mit Steuern, allem drum und dran, kostet die 202.972. Die 12? Ja. 202, okay, das hört sich ja schon. Und die 14? 14. Okay, das ist ja dann doch nochmal ein deutlicher Unterschied, sind 30.000. Kriegen wir da was hin, dass ich es abstotter? Also, dass ich eine... Was können wir denn... so 50.000 Anzahl? Ja, da müsste ich mit dem Neumann nochmal Rücksprache halten. Ah. Dann sage ich dir Bescheid. Okay. Gut, okay. Weiß ich Bescheid. Jo. Danke erstmal. Jo. Ciao. Ja. Ja, der ruft ja nochmal an. Dann passt ja auch wieder. Folge Varuna, hallo. Hallo, ich bin Neumann. Du, ich habe hier zwei Tiefenlocker von Kuhn. Ja. Die würde ich gerne veräußern. Die würdest du gerne veräußern? Ja. Wo bist du denn gerade? Beim Handler. Ja, ich schick da jemanden hin. Ich kann das nicht selber machen. Ich bin gerade beim Auftrag. Ah, okay. Kann derjenige dann gleich mit dem LKW kommen? Wegen der Fahrprüfung, genau. Hm, jo. Da kann er mit meinem Glas zu dir fahren, weil ich würde auch noch was bestellen wollen. Mit dem Glas? Also ich bin mit dem Glas beim Händler. Ach so, okay, ja. Dass der Glas dann bei euch steht, wenn ich nachher den LKW zurückbringe. Ja, sag du, dass er den Glas nehmen kann. Gut, kannst du mir noch einen Kostenvoranschlag machen für... Reicht aber bis ja, Ende der Woche. Tiefenlockerer Cultiplow Platinum 8M von Acrisem. Ja, die 8 Meter. Yep. Da ja, bräuchte ich einen Kostenvoranschlag. Ich denke, das könnte ich dir auch bei der Halloween-Party. Ja, das wäre natürlich optimal. Okay, komm. Gut, dann warte ich auf den Kollegen hier. Ey, sag schon, ich bin bei der Helga. Jo, sag ich. Gut, danke, tschö. Tschö. Hallo, hoppa. Hoppa. Na. Helga, was hat die... Hi. Hey. Hä, bist du jetzt schon hier? Ja. Krass. Komm, ich wollte gerade bei der Helga was essen. Bratwurst. Bratwurst 3 Euro. Das hört sich gut an. Hi, Helga. Ja, ja, das ist der Diesel. Gibst du mir eine Bratwurst, bitte? Und eine Cola. Danke. Jo, Helga, für mich bitte ein Wasser und eine Currywurst. Danke. So, einen guten, ne? Ja. Ganzen Tag noch nichts gegessen, ey. Ich war die ganze Zeit hier am Karottenfahren, ey. Boah, da will ich schon die Nase voll irgendwann von haben. Nur das Orangen zu sehen, ey. Ja, dich auch. Naja. Das LU bringt gleich hier einen LKW vorbei. Ja. Und die müssten demnächst irgendwann hier auftauchen. Ja. Gut, aber in diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.